Kreistag, Kreisumfang, Kreisfläche, Kreisring, das vorletzte Thema, hat es nicht wirklich in sich, es sind bloß ein paar Begriffe und ein paar Formeln, die man lernen muss. Und man muss Äquivalenzumformungen lösen können. Aber wer das hinkriegt, für den ist das Thema ein Klacks. Ja, schon sehr lange beschäftigt die Menschheit das Thema Kreis. Natürlich waren es zuerst viereckige Räder, aber irgendwann hat man gemerkt gehabt, mit einem Kreisrad kommt man deutlich schneller voran. Was wir von einem Kreis kennen, ist einerseits der Radius und andererseits der Durchmesser. Das sind so Begriffe. Dann wissen wir zum Beispiel, dass das die Kreislinie ist. Was die Menschen immer besonders interessiert hat, war, wie lang ist eigentlich diese Kreislinie? Denn also eine Strecke konnte ich ja einigermaßen schnell messen, entweder mit Ellen oder mit Menschenlängen oder mit sonstigen Maßeinheiten. Aber wie messe ich sowas? Heute wird man sagen, wir nehmen einfach eine Schnur und legen es genau über den Kreis. Habe ich jetzt hier mal gemacht oder gedanklich gemacht. Ich habe eine Schnur genau drüber gelegt und messe anschließend die Schnur, wie lang sie ist. Das kann ich machen, weil dann kann ich die Schnur ans Lineal legen. Das Ganze habe ich mit einem kleineren Kreis gemacht, um Verhältnismäßigkeiten zwischen diesen beiden Größen rauszubekommen. Also hier haben wir zum Beispiel einen Durchmesser von 2 cm und einen Radius von 1 cm. Dann kommen wir auf eine Streckenlänge oder einen Umfang von 6,28. Das Ganze habe ich mit 4,4 gemacht. Was ich hier feststellen kann, je größer der Radius wird, desto größer wird der Umfang. Ist auch klar, der Kreis, wenn größer wird, dann muss auch diese Linie da außen größer werden. Es besteht ein Zusammenhang zwischen diesen beiden Größen. Das haben wir in der 8. Klasse schon mal gelernt oder in der 7. war es. Und zwar sind diese Größen zueinander proportional. Proportional heißt so viel wie eine Bollen Eis kostet 1 Euro, 2 Bollen Eis 2 Euro und so weiter, dass das also verhältnismäßig weiter hochgeht. Und diese Verhältnismäßigkeit kann man in einem Quotient ausdrücken. Die beiden Größen, also Durchmesser zu Umfang, darf man in einen Quotienten setzen. Ich habe das also hier mal gemacht, 12,57 zu durch 4, das ist dieser Quotient, und berechnet, das ist 3,14. Diese Zahl kennt ihr schon, haben wir auch in der 7. Klasse kennengelernt. Und das Ganze machen wir natürlich jetzt auch mal hier mit dem Umfang, den wir hier gemessen haben, und dem Radius hier, kommt auch 3,14 hier raus, hier genau. Und da kommt schon wieder das Gleiche raus. Egal mit welchem wir das Ganze machen, egal mit welchem Kreis wir das machen, es wird immer 3,14 rauskommen. Aber nie exakt. Das hier ist ein Rundungsfehler, weil ich ganz einfach diesen Umfang nie exakt bestimmen kann. Da werden wir gleich sehen, woran das liegt. Aber egal, was für einen Kreis ich habe, immer der Umfang durch den Durchmesser ergibt 3,14 Punkt, Punkt, Punkt. Das Ganze nennt man die Kreiszahl Pi. Früher hat man das nur als 3,14 kennengelernt. Diese Zahl ist aber irrational, also hat unendlich viele Stellen nach dem Komma. Ja, das Verhältnis von Umfang und Durchmesser ist direkt proportional. Das heißt, ich darf es eben ins Verhältnis setzen und es kommt immer diese Zahl Pi raus. Diese Formel an sich bringt uns jetzt ja erstmal nichts, weil Pi ist ja eine feste Zahl, nach der wollen wir nie auflösen. Aber wir könnten dadurch ja einen Umfang berechnen, wenn wir allein den Durchmesser kennen. Wenn ich nämlich auf beiden Seiten mal d rechne, also dass das d hier rausfällt, dann habe ich den Umfang gleich Durchmesser mal Pi. Durchmesser ist nichts anderes wie 2 mal der Radius und schon habe ich die Formel, die gängig ist für den Umfang. 2 mal den Radius mal die Kreiszahl Pi ergibt meinen Umfang. Jetzt brauche ich also nicht mehr Schnur legen, sondern es reicht aus, den Radius zu kennen und die Zahl Pi zu kennen. Auf dem Taschenrechner findet ihr die recht leicht unter Second Function und dann ist es rechts unten bei dem Vorzeichen, also bei dem in Klammerten Minus. Dort findet ihr die Zahl Pi, ihr müsst nur vorher Second Function drücken. Das gleiche gilt auch für Fläche und Radius im Quadrat. Das zeige ich euch jetzt nicht mehr, das könnte man genauso wie mit den Kreisen und den Strecken herstellen. Aber dieses Verhältnis stimmt auch genauso. Das heißt, wenn ich einen Radius kenne, kann ich gleichzeitig auch die Kreisfläche bestimmen. Ich muss nur eben das R ins Quadrat setzen. Aufpassen, dass man das nicht verwechselt. Beim Umfang ist es 2rpi, beim Flächeninhalt r2pi. Man kann sich das ganz leicht merken. Hier, wenn zum Beispiel 2 cm rauskommt, kommt ja keine weitere Größe mehr zustande. 2 mal 2 cm mal pi kommt eben Zentimeter raus. Hier muss das r ins Quadrat genommen werden, weil ja auch Quadratzentimeter rauskommen müssen. So kann man sich das weiter ein bisschen merken, dass beim a unbedingt ein r2 zu stehen hat. In der Formelsammlung findet ihr diese Formeln auf Seite 40. Pi ist eine irrationale Zahl, das heißt, hinterm Komma kommen unendlich viele Stellen. Man kann also den Flächeninhalt und den Umfang nie exakt bestimmen.
Heißt, das, was ich jetzt da vorhin gerade gemacht habe, mit dem Umfang, mit als Streckenlänge dargestellt, ist ein Näherungswert, ist immer ein gerundeter Wert. Es kann nie exakt rauskommen, weil ich mit einer irrationalen Zahl multipliziere, sowohl den Durchmesser als auch zweimal den Radius, als auch eben den Radius im Quadrat, wird immer ein rundeter Wert für den Flächeninhalt und für den Umfang rauskommen. Eine kleine Ergänzung noch, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kreisring berechnen möchte, Kreisring ist dieses rosafarbene dargestellte, also nicht die komplette Fläche, dann geht das auch relativ schnell. Denn ich muss doch hier nur die größere Kreisfläche minus die kleinere Kreisfläche nehmen. Dann komme ich genau auf diesen Ring. Die größere Kreisfläche ist r² mal Pi, das ist ja die Fläche für einen Kreis, also ra², der äußere Radius, minus innere Radius ri² mal Pi. Mathematisch kann ich das nur etwas schöner machen, nämlich auf beiden Faktoren kann ich, oder bei beiden Produkten kann ich ein Pi ausklammern. Also quasi das Pi vor die Klammer schreiben, dann reicht es eben aus, den äußeren Radius minus den inneren Radius jeweils im Quadrat zu berechnen. Und schon kann ich auch einen Kreisring berechnen. Das sind jetzt alles Formeln, in die man was reinpacken kann. Zwei Unbekannte sind hier, zwei Unbekannte hier, zwei Unbekannte hier. Hier sind es drei Unbekannte. Was alles gleich hat, ich muss aufpassen bei der Äquivalenzumformung. Wenn ich jetzt hier nach r auflösen möchte, heißt es, dass ich die Wurzel am Schluss ziehen muss. Das gleiche gilt hier. Wenn ich hier nach einem r auflösen muss, erstmal das Pi rüberbringen, dann das r, das ich habe, auf die andere Seite rüberbringen und dann die Wurzel ziehen. Ja? Also ich muss hier etwas geschickter rechnen und die Äquivalenzumformungen auf jeden Fall im Kopf behalten, meine Regeln im Kopf behalten. Das war's fürs Erste, bis zum nächsten Video.